Ja. Wie gesagt, ich kann immer noch auf jeder gegen jene stellen. Also im Endeffekt kommt es aufs Brauchst du nicht immer Gleiche. wieder zu fragen, wir haben schon Nein gesagt. Dann werde ich schon wahrscheinlich scharf, wenn der erst zuletzt looten darf. Ja, im. Auf dem Office-Server machen wir das ja auch so. Da stelle ich beim Questen auch immer auf jeder gegen jeden, weil es praktischer ist. Aber da mittlerweile teilst du dir Questbelohnung, aber nicht Questbelohnung, sondern Questgegenstände. So kannst du quasi jeden Mob looten und man teilt sich das Zeug und nicht so wie hier. Sie schon ein bisschen was getan. Ja. Die Anfänge von WoW. Irgendwie Was sind sie ja heißt doch da schön. widerstehen? Vor allem Ihr auf findet dem dich halt Office nicht geil genug. hast du auch die Möglichkeit, einen Linksklick zu looten. Nicht so wie Ja. hier, Rechtsklick. Genau, irgendwie, dass alles automatisch, wenn du ein Lootes ins Inventar nimmst. Wie ging das nochmal? Gibt's nicht. Mit Gibt's Shift. nicht. Gibt es doch. Du musst Shift Ja. gedrückt halten, während du lootest, dann geht's. Warte, hab ich das nicht eingestellt? Nein, kannst du nicht. Du kannst es nicht übers Interface einstellen, du musst Shift drücken, damit du alles mitnimmst. Ah, lol. Das war wieder mal mein Fehler. Das kannst du später erst einstellen, leider Gottes. Das war irgendwie. Entweder in BC oder in WoTLK haben sie das reingemacht. Ich glaube aber in Ja. BC. Shift Warcraft hat funktioniert. sich weiterentwickelt. Was hat sich weiterentwickelt? World of Warcraft. Wof. Ja. Das kam alles Stück für Stück. Ach ja, Sterbeanimation. Marke, sterbender Schwan. Die hab ich. Aber Nachtelfen. Ja. Ich bin einzige Nachtelf hier. Ja, ich habe eine neue Tasche bekommen. Außenseiter, Außenseiter, keiner mag dich, du bist komisch. Ich will zurück in dein Drecksland, wir wollen dich hier nicht. Ah ja, normal. Alter Schwede, das Looten dauert noch so lang. Ja. Ja, guten alten Zeiten. Für alle Leute, die mit ihrer tollen Vanillabrille hier jetzt rumrennen, so war das damals. Bisschen frustriert, wenn der andere Hat vor 4 dir. Sekunden gedauert. Hätte es auch noch mal rausnehmen sollen. Fällt mir gerade auf. Esse. Und wir öffnen und wir öffnen und wir öffnen und. Ach, Kilian, musst du alles pullen? Ja, ich bin Jäger, das ist mein Job. Zwei Aggro, Hilfe! Kann die Schlampe mal sterben? Sag mal, ich greife die gerade extra nicht an. Lauf nicht wie wild durch die Gegend, ihr habt einen Heiler. Ja, dann tu mal deinen Job. Ja, mach ich. Wofür Ich bezahlt verbrate nur, ich verbrat nur nicht meine Mana für ein bisschen für ein kleines bisschen Heilung. Die Heilung hilft ein bisschen mehr als nur 4% oder so. Dafür sie. Ja, dafür ist das Mana ein bisschen zu wertvoll. Oh. Einen von denen nehme ich dir ab. Du bist ein Paladin, du stehst gerade so über dem Messdiener, Junge. Also, das ist, dass der Pfarrer nicht vorbeikommt. Naja, und Kilian lacht, der weiß, wie das ist. Der kommt hier aus Bayern. Der weiß, wie es bei den Katholiken Ich könnte jetzt dazu sagen, dass ich mal Ministrant war, ja. Es war gruselig, da war ich mal im Gottesdienst. Aus Gründen, die ich ihn nicht nennen möchte. Und dann sah ich Kilian in seinem Kleidchen. Gott. Ich habe einen Zweihandhammer bekommen für Level 4. Ein was? Einen Zweihandhammer für Level 4. Ich glaube, den kannst du brauchen, oder? Warte, ich gebe dir den jetzt. Feuerschreitkolben. Ja, komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Hier. Wuhu, ich komme keinen Millimeter vom Fleck. Zornschreitkolben. Der müsste besser sein als deiner, oder? Ah, den ist was zum Looten. Ja, die Zeit, Ja. in der graue Items noch nützlich waren. Ah. Mir fehlen noch 4 von diesen scheiß Erntedingern da. Mir Ich hab fehlen von keine denen Ahnung, noch wie viele. 6. Ich glaube, mir Ich bring fehlen mal was alle. mit. Millis Ernte, ich hab einen. Ja, hier war der Respawn ja auch so voll. Ja, das ist Classic.
Mobs respawnen innerhalb von einer Minute, von einer Sekunde und kommt er mir hier ein bisschen Unterstützung? Okay. Nein, nein, du vergisst was. Die Quest-Mobs haben 2 Stunden. Dann respawnen die. Und es gibt immer nur einen Quest-Mob. Nee, aber hier gibt's ja doch genug. Ja, später aber nicht mehr. Wow, ich habe eine Donnerbüchse bekommen. Mit der kann ich nichts anfangen, ich kann nur Bögen tragen im Moment. Ich weiß. Dafür müsste ich erstmal Level 10 erreichen, damit ich irgendwelche Waffenskills noch extra lernen kann. Ja, und dann bringt dir die nichts, weil die macht nur 3-6 Schaden. Meine macht 3-7, ja. Also. Ich habe einen Hasen getötet. Ich kann direkt meine Sachen austauschen. Das habe ich auch noch nicht fertig. Nee, da fehlt mir noch eins. Mir fehlen ja noch 4. Bisschen, Wie viel braucht man eigentlich nochmal? 12. 12 braucht man. Oh, ich habe eine. Ja, mir fehlen noch 4. Oh, da kann ich was looten. Gold. Oh fuck, jetzt soll ich gleich 3 Agro sein hier. Okay, da ist gerade irgendwas umgefallen. Ich hoffe, das war keiner von uns. Nee. Nee. Noch stehen wir alle. Schade. Geht's jetzt zum Level Up? Schon wieder! Ich hätte die angeblich looten können und dann klicke ich drauf und dann looten andere die. Ich hatte das auch geglitzert. Aber ich war weit am Arsch der Welt. Meistens ist da nur Kupfer drinne. Dann kann den ja jeder looten. Ja. Das Kupfer teilt sich ja eh auf. Wenn nur Geld drin ist, dann kann es jeder looten. Sobald ja, Items drin sind. Ist ein Kupfer. Also so eine Drecksernte ist ja echt selten irgendwie. Ja. Ja, dauert jetzt ein bisschen, bis die hier respawnt. Aber bis dahin kann ich ja meine Kopftücher hier mal vollständig machen. Meine Kopftücher sind Alter, fertig. Den konnte ich jetzt auch looten und dann lootet mir Kirushimi wieder. Nein, ich loote gar nichts, ich habe die Ernte genommen. Achso, gut, dann war der Saru, der mir das weggelootet hat. Was denn? Das Kopftuch. Ja, das Halstuch, was da drin war. Außerdem habe ich eben okay. gesagt, dass ich mit dem Kopftuch schon fertig bin. So, mit den Kopftüchern bin ich jetzt auch fertig. Jetzt brauche ich auch nur noch 6-mal Ernte. Ich brauche beides. 4-mal. Ich brauche 7-mal Ernte. Weil ich noch gar nicht drauf geklickt habe. Aber gut, dass wir nebenbei noch ein bisschen grinden können. Ja, später gibt's eh noch mehr als genug Grind-Action. Endlich! Also. Die Kopftücher sind fertig. Ich glaube, wir haben inzwischen auch mehr gegrindet als Quests EP bekommen. Ja. Locker. Ich hör immer nur über die Kacken. Aber wir wollen halt mal alleine durch Instanzen rennen können, also spielen wir zu 5. Ich finde das ganz gut, also ich meine, alleine Classic spielen ist immer so. Ich muss halt hier nur die Kassen klingeln. Es hätte weiter. Ching, ching. Oh, Gold. Oh, Scheiße. Super! Ist egal. Klein Vieh macht auch was. Ach, wo diese Drecksernte, es gibt's doch nicht. Ne, wir dürfen uns hier amüsieren, bis wir damit fertig sind. Ja, geil, ich sehe es kommen. Wir sind so Stufe 6, Stufe 7, bis endlich jeder von uns damit fertig ist. Erfrischendes Quellwasser. Ich habe Kettenstiefel. Will die wer? Oder braucht die wer? Ich habe ja schon welche. Kannst sammeln bis Level 40. 34 Rüstung. Hier, ich gebe dir die jetzt einfach mal. Okay. Oh, perfekt. Ich hab noch keine. Parier doch nicht, du Penner. Die Quest ist sehr frustrierend. Ja. Also ich sehe aber auch keine Ernte. Ich auch nicht. Es ist gerade keine da. Und was lebt nicht, die Schlampe? Halt mal irgendwie die Kobold, könntest mal wieder schauten, Bro. Hä? Und dann wieder du könntest kommen. Mal wieder schauten. Ja. Oder von was lebt? Oder du gehst zum Trainer und holst dir den Segen der Macht, dann haben wir 2 AP-Buffs. Ja, den muss ich mir noch kaufen. Also von was lebt diese Schlampe, wenn die so wenig Ernte hat?
Es hat das Grinden ja auch was Gutes. Je mehr wir Mobs killen und ein bisschen Geld sammeln, meins, können wir auch meins, uns Skills meins, leisten. Meins. Ja, selbst wenn ich hab noch einen Vorrat von 100 Gold auf einem anderen Charakter hier. Hab mir so nicht cheaten. Ein bisschen was musste ich mir eh schon zuschicken, weil ich den Mage bezahlen musste, der mich nach Sturmwind geportet hat. Davon habe ich jetzt noch ein bisschen was übrig, aber ich werde das sowieso nicht wirklich so hart verwenden. Kilian, denk dran, 273,349% von dem, was du verdienst, gehören mir. Wieso? Weil das mein Gebiet hier ist, Junge. Was bist du denn überhaupt für ein schlechter Tank? Ich schieß einmal drauf und hab die Agro. Ich kann noch keinen Schaden, der sonst was macht und hab noch nichts im Akro zu halten. Trotzdem, du bist Tank. Mach deinen Job. Noch bin ich kein Tank. Ich könnte noch DD-Krieger sein, wenn ich Damage machen würde. Die DDs so, machen keinen Schaden. Gar nicht. Die Heiler heilen nicht, die Tanks tanken. Was ist da los? Vanilla-WoW ist los. Wir sind schon eine eingespielte Gruppe. Keiner macht das, was er machen soll. Ja, genau so muss es Schaden. Laufen. Die DDs machen Schaden. Ja, stimmt, der Schaden, der passt. Jo. Heilung aber was der Rest macht, weiß ich nicht. Oh, wow, zwei magische Klassen, die von Anfang an Schaden machen. Im Classic, wow. Drei. So wir haben noch einen Hunter. Magische Klassen. Ja, der hat noch Mana, also zählt das. Ja. Ich brauche mein Mana zwar momentan nur für einen Raptorstoß, aber das zählt. Hab ich noch nicht. Wenn du sie loswerden willst, dann gib sie her. Wenn du was loswerden will? Danke. Ja, ich hab Handschuhe. Das sind anscheinend die einzigen, die hier rumlaufen. Das ist doch ätzend. Ja, so bis Level 20 ist ja einiges los auf dem Server. Kriegt man ein bisschen mehr Schaden, Mann. Ich muss heilen. Okay, dann pull ich halt jetzt noch mehr Mobs. Das ist ja mein Job. Er will, dass wir suizidgefährdet werden. Ich hab das Gefühl, da unten, da wo unsere Hexe rumläuft, da kommt taucht das Zeug öfter auf. Nee. Garo ist jetzt unser Siegheiler. Hm? Ich habe auch schon 7. Alter! Ich habe erst 5. Ich bin bei 3. Ich hab 2. Ich bin bei 4. Weil das falsch ist. Wie sie drauf rumgeiern, das ist der Wahnsinn. Nein! Jetzt pariert der Wichser. Sag doch, böse und gemein. Wie ein fluffiger Hundewelpen. Ja, deswegen spucken die Magier in Dalaran auf die Hexenmeister. Aber nur weil sie Angst haben, man könnte sie vorher besiegen. Spuck dir ins Auge und blende dich. Mal, war die komische Quest hier oder war die in der Höhle? Wir sind drei Eimer gespawnt. Die war. Ich hab einen. Die war, glaube ich, da hinten in der Nähe vom Fluss. Irgendwo ist da ein Camp von denen. Wenn du willst, können wir den mal. Den hab ich abgelegt. Oh. Was lachst du so dreckig? Also ich brauche keine mehr, also das heißt, es ist... Ja, ich brauche noch 5 Stück. Ja, jetzt bleiben ja mehr für euch. Weil ich glaube, 2 Leute sind schon fertig mit der. Ja, wir rennen noch irgendwelche anderen Türen rum und Blut. Ich muss mal kurz Experts basteln. Ja, wo stehst du? Drin. Achso, da. Ja, immerhin schon fast Level 5, ey. Alter, was soll ich fast Quest, Level 5? Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte von Level 5. Ich fänd's cool, wenn hier noch mal ein paar Taschen droppen würden. Ich hab schon, ich hab schon 2 Stück getroppt bekommen. Nur eins? Mal Stoffhandschuhe oder sowas. Oh. Warum hab ich diesen Typen namens der Leute geholfen? Das weiß ich auch nicht. Ja, dann klär mir das mal. Und ich brauch ernsthaft irgendwas, damit ich schneller Wut bekomme. Warum darf ich die ganze Zeit nichts looten? Weil du unwürdig bist. Deine Oma ist unwürdig. Ich liebe es, wie hier jeder schon mal auf die ganzen Standardvorlagen gut reagiert. Ah. Und deine Mutter hat dich nie geliebt und dein Vater nur nachts.
gibt. Level up! Sorry, der muss es sein, das ist mein Standardspruch. Ich geh mal kurz meinen Quest-Tiny suchen. Ja, ich brauche jetzt noch 3 Ernten und dann bin ich hier auch fertig. Ja, ich brauche auch noch 3 Ernten. Was ist härter als ein totes. Was ist härter als ein totes Baby an einen Baum zu nageln? Mein Schwanz, wenn ich es tue. Ja, jetzt muss ich bloß hoffen, dass ich keine Probleme mit YouTube deswegen wegen solchen Sprüchen kriege. Nein, das ist schwarzer Humor, das ist gestattet. Notfalls wird er halt einfach komplett rauszensiert, immer wenn er was sagt, dann kommt so ein netter Piepston. Den Sensor-Beep-Soundeffekt habe ich. Ja, heißt es irgendwas von wegen einem Feld und Weinberge, also muss es ja doch hier irgendwo sein. Ja, da hinten, also wenn du da in die Richtung schaust. Da hinten. Wo ich sehe es schon kommen, unter der ersten, bei der ersten Folge hier von dem Projekt wird dann Text eingeblendet. Ah, tut uns leid, wir mussten leider die ersten 45 Folgen Crow zensieren. Also dieses durchgehende Piepen, das ist eher, der redet. Du hörst einfach nur die ganze Zeit dieses Testpiepen. Piep. Das ist durchgehend, Junge. Ich bin außer Reichweite. Außerdem, wenn auf YouTube sowas wie Secret Hitler und sowas zu spielen erlaubt ist. Oder Cards Against Humanity. Dann ist schwarzer Humor doch legitim. Kommt mir gerade so vor wie in der Folge von South Park, wo sie sich mit Schweinen leveln. Grinden. Weiß noch jemand, wie viele man braucht? Hier ist kein Buch. Okay, dann war es ein anderes Zelt. Keine. Sie hat's schon gefunden, also. Oder lag's. So, dann zurück zur Ernte. Ich hoffe, mir gehen die Pfeile nicht aus, bis ich Level 5 bin und irgendwie nach Sturmwind komme. Mein erstes Deck habe ich schon komplett verbraten. Welche schicken per Post? Wo zur Hölle sind hier diese Drecksernten? Mir fehlen noch welche. Mir fehlen noch viele, oder? Wahrscheinlich jetzt daran, dass wir nicht nur hier rumrennen. Ja, und daran, dass ich gerade eher mich darauf konzentriert habe, die ganze Zeit von irgendwas Akku zu haben. Mir fehlen noch 2 Ernten. Wenn wir einfach mal die anderen Spieler töten. Geht zwar leider nicht, aber können wir es trotzdem machen. Ich brauche ein Ziel. Hoppa. Schade, dass der Schlachtruf nur die Nahkampfangriffskraft erhöht. Ja. Die Distanzangriffskraft wäre auch schön. Bruch Ernte! Ich meine, das ist volle Ernte! Ich kann mittlerweile einen Käseladen aufmachen. Käse? Ja, ich auch. Komm, Leute, mit Tunus zusammen, dann haben wir einen größeren Käseladen. Yay! Macht der den Käseladen in Sturm in Konkurrenz? Ich habe eine ausgefranste Stoffhose gefunden. Will die wer? Nee. Also, ich tät sie nehmen, bevor es sie wegschmeißt. Willkommen, her. Das sieht Kili wieder ähnlich. Immer die benutzten Hosen vom Kilian anziehen.